ich schau dich schon geil. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und dies ist die zweite Folge von Borderlands 2 in VR. Das letzte Mal habe ich schon gesagt, es ist schon ein großer Unterschied vom damaligen Monitor zur VR zu wechseln. Und heute probieren wir mal den Gunstock aus, ob das wirklich funktioniert, ob es, wie gesagt, Gunstock ready ist. Ich hoffe doch schwer und ich bin mal gespannt, welche Eindrücke ich noch erhaschen werde. Ich hoffe, ihr seid dabei. Los geht's. So, zurück ins Spiel. Borderlands 2 in VR. Oh, der Gunstock ist ready. Und ich muss sagen, ich habe ein paar Einstellungen gemacht. Ich muss sagen, es ist Gunstock ready. Also es funktioniert. Dann können wir zum Test. Man kann damit anlegen. Ist jetzt halt eine Shotgun. Gucken, wie das mit einem Sniper wird. Aber es geht. Ich kann die Hand frei machen. Ich kann meine Nahkampfattacke benutzen. Funktioniert. Laufen geht frei. Ich kann meine Waffe resten auf meiner Brust. Ja. Ich glaube, so können wir durchstarten. Mal gucken, wie ich das mache, ob ich meine Hand freilasse, dass ich immer ein bisschen flexibel bin, gerade wenn es darum geht, Sachen einzusammeln und dann quasi ready bin. Nachladen? Ja, ich will immer nachladen von Borderlands, von Fallout 4 gewohnt, aber geht ja nicht. Okay, wir versuchen, keine Pistole zu nehmen. Ich finde, das sieht komisch aus. Deswegen bleiben wir bei der Shorty erstmal. Ja. Los geht's. Los geht's. Looten den ganzen Scheiß ein. Da ist wahrscheinlich eh nichts drin. Die FPS hackt ein bisschen. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil an sich habe ich an der Einstellung jetzt nichts mehr. Aber ich sehe es auch, dass es ein bisschen abhackt. 30 FPS. Hm. Vielleicht gucke ich gerade mal, was das Problem ist. Bis gleich. So. Wir haben nicht viel verpasst. Ich habe nur die Super Sampling auf 20% verringert. Weil ich im nächsten Capture schon gemerkt habe, dass es laggy wird. Jetzt ist es eigentlich optimal, würde ich sagen. Wenn nicht, müssen wir halt weiter runter, aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir haben die Quest abgeschlossen, ihm das Auge zurückbeschafft. Jetzt müssen wir es nur, ja, müssen wir es nur noch einbauen. Sei wachsam, Untertan! Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten hat. Wir spielten Spiele wie Weich dem Schneidbrenner aus und Fall nicht ins Säurefass. Okay, ich geh schon mal vor. War ich richtig gut. Okay, was ich noch sagen wollte. Hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyersburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, das bin ich. Und ich noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Waldmanns Heil, Banditen! Okay, jetzt wurde ich dutzende Mal unterbrochen. Was ich noch sagen wollte. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, die Dynamik, die dieses VR-Erlebnis für Borderlands 2 bietet, ist so groß, dass sogar die Formationen der Berge, der Gesteinsformen so präsent ist, wie auch, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, die tiefen Unterschiede dieser kleinen Stadt. Ich kann mich zurückerinnern, diesen Teil kennt, glaube ich, jeder, der Borderlands 2 gespielt hat. Das ist die erste Stadt. Aber es macht so viel mehr her, das in VR zu sehen. Und darauf bin ich gespannt. Und deswegen gehen wir jetzt weiter. Mal gucken, ob das mit dem Gunstock funktioniert. Ich denke aber schon.
flexibel sein. Das Anlegen funktioniert super. Oh, fuck. Oh, gehen wir da runter. Ah, okay. Die müssen wir uns schnell bewegen. Boah. Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Was mir gleich aufgefallen ist, es ist wie das normale Flat Game Borderlands auf dem Monitor, weil man ja auch eigentlich immer die Ego-Perspektive mit der Waffe hat. Nur anders. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, mit dem Gunstock zu schießen. Es ist wie das normale Borderlands. Nur in VR, also ja klar, das ist ja offensichtlich, aber es ist anders. Es ist richtig, es fühlt sich richtig an, mittendrin zu sein und nicht nur davor zu sein, davor zu stehen. Ach, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, allgemein, sage ich immer allgemein, VR auszuprobieren, tut es, tut es. Tut es und probiert's aus. Wie fühlt es sich an für euch? Habt ihr Probleme mit Übelkeit? Oder findet ihr das zu aufwendig im Geschehen drin zu sein? Ich hoffe nicht. Und wenn es euch gefällt, dann steigt mit auf in den Fun Train, in dieser immersiven Welt, in diesem immersiven Erlebnis, alles in 3D zu sehen. Ich meine, 3D-Monitore haben sich damals auch nicht bewährt. War mal eine kurze Zeit ein Hype, sich einen 3D-Monitor zu holen, aber ist nicht ewig geblieben. Aber VR ist zwar auch Nische, aber VR ist fühlbar, es ist spürbar. Man ist, wie gesagt, mittendrin. Aber nun weiter. Könntest du bitte die Tür aufmachen? Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Jawohl. Mitte des Raumes suchen und go. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du jetzt auf. Und wir kommen her. Schwebzauber. Schmerzhaft als das, was Alter Jack mit dir machen würde. Was ist los mit euch? Tötet den Skakletter, damit wir unsere Belohnung kriegen. Boah, ich bin glaube ein bisschen lebensmüde. Oh, oh. Ja, laufen und gleichzeitig schlagen ist gar nicht mal so easy. Na, geht's noch gut. Aber es macht Fun. Ach, Dreck. Oh ja, kämpft gegeneinander. Alter, ist schon geil. Bam. Verdammt! Es ist noch nicht vorbei, du Arsch! Hallo, sag es ihm mal. Da mein Untertan gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du deinem besten Freund Claptrap einen Gefallen tun und mein Auge reparieren? Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Danke. Bleibt bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind... Das machen wir gleich, aber ich muss noch ein paar Einstellungen machen. Ich habe gemerkt, dadurch, dass ich immer die Nahkampfangriff mache und hier die Fähigkeitstaste drauf ist bei der Grip-Taste, ist das echt ein bisschen unpraktisch. Die werde ich kurz tauschen. Und zwar auf diese Grip-Taste machen
Bis gleich. Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Okay, also ich habe wie gesagt die Grip-Taste auf die Taste gelegt. So kann ich ungehindert... Weil es schon schwer im Geschehen dann die Nahkampfwaffe zu nutzen, ohne auf den Knopf zu drücken. Es ist einfach, wenn ich dann wirklich drauf drücke, dass ich dann auch ein bisschen mehr Kraft im Handgelenk einsetzen kann. Wir gucken uns nochmal hier ein bisschen um. Wir looten den ganzen Scheiß. In Borderlands ist es wichtig, Geld zu haben, um den ganzen Scheiß sich dann kaufen zu können später. Automaten können wir noch nicht benutzen. Haben wir eigentlich jetzt schon ein Inventar? Statusmenü links. Achso. Ja, jetzt müssen wir halt umdenken. Ja, machen tut das nix. Menü. Ne, ich schätze, wir haben noch kein Inventar. Ist auch nicht so schlimm. Are you sure about that? Ja, treffen. Ja, ich glaube, das braucht trotzdem ein bisschen Übung. In die Mechanics richtig reinzukommen. Das kommt früher oder später. Ja, ich glaube, großartig finden tut man hier nichts. Oder ich war da nicht oben mal was? Ich erinnere mich schwer dran, dass, glaube ich, oben etwas versteckt war. Da oben auch. In VR ist das irgendwie einfach. Aber ich glaube... Auf dem Monitor war es auch nicht gerade schwer. Okay, wir müssen diesen Kack da. Okay, kein Strom. Trifft dich mit The Hammerhead. Wo ist die Mitte des Raumes? Ich habe Angst, irgendwo hinzulaufen. Seit neuerem ist jetzt ja, ich schätze mal, auf der Seite ein Tipi. Dies gehört dem Buddha. Buddha ist jetzt hier auch eingezogen mit meiner werten Freundin. Bin ich jetzt hier nicht mehr alleine. Odin ist auch nicht alleine. Und somit hat Buddha hier, das heißt der Kater, von ihr jetzt auch seinen Platz. Unter anderem. Meine Katzen nehmen ja meistens die ganze Wohnung ein. Aber das macht mir nichts. Das freut mich umso mehr. Aber wo ist denn jetzt der Wärter her? Muss ich doch dahin? Ach, hier vielleicht. Nein? Mal schön die FPS im Auge behalten. Cutscene. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin der Hammer. Zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesen Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Gerne, gerne. Hast du also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Mhm. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest... Bitteschön. In VR hat es ja auch immer den Vorteil, räumlich in der Welt sich zu bewegen. Das macht es immersiver. Selber Einfluss drauf zu nehmen, wie man seine Perspektive wählt. Oh je, er spricht wieder. Naja, kann man gewöhnlich tun. Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte.
Wird Zeit, dass wir uns mit den Corpse-Raiders in Sanctuary zusammentun. Du oder ich? Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder, wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Liarsburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan, vorwärts! Wie ich Untertan. Sehe, furchtloser Anführer Jack nach dir. Hör was? Wenn er das Ganze an Frieden bringen wolle, dann schießt er wie mit Klopf auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. Fight back! Join the Crimson Raiders. Du hast jetzt 2 Schnellreisezielorte entdeckt. Nutze eine Schnellreisestation, um schnell an jeden bereits entdeckten Ort auf Pandora zu reisen. Na los, funktionier schon! Exkremente nochmal! Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Okay. Was haben wir denn? Also die können wir abgeben. Meine Erfahrung trägt mich zu neuen Höhen. Ein ich Schild. Ich werde besser. Schild, endlich. Du hast einen Schild gut gemacht, Untertan. Sehr hilfreich, um deinen schwächlichen Menschenkörper am Leben zu halten. Hallo? Du kannst dich aber auch weiter wegteleportieren, wenn dein Schild voll ist. Okay. Und wie gefällt dir, Liarsburg? In dieser Stadt war ordentlich was los, aber dann... Du hast jetzt einen Schild. Verursachter Schaden wird zunächst durch ihn abgewehrt. Wenn das Schild aufgebraucht ist, wird er nach kurzer Zeit wieder aufgeladen. Halte Ausschau nach stärkeren Schilden mit speziellen Eigenschaften. Kennt man ja. Um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Schildanzeigemodul. Captain Flint's töteten jeden, der blieb. Okay. Es ist nur Platz für eine tödliche, zweibeinige, von Affen abstammende Spezies in Liarsburg. Seht ihr das? Ein Sturmgewehr gibt's als Belohnung. Nehmen wir. Aktive Mission. Du kannst jetzt an mehr als einer Mission gleichzeitig arbeiten. Missionen können als aktiv markiert werden. Auf deinem HUD werden Wegpunkte und Ziele für deine aktive Mission angezeigt. Du kannst deine aktive Mission unter dem Reiter Mission im Echo-Gerät ändern. Drücke da, um dein Echo-Gerät aufzurufen. Markiere die Mission, die aktiv sein soll, und drücke Trigger. Flint. Ah, unser Echo-Gerät, a.k.a. Inventar. Okay, was haben wir nicht entdeckt? Was wurde hier? 2 Pistolen. Auf jeden Fall machen wir die. Kann man noch andere aktiv schalten? Nö. Geht nicht, okay. Wir haben eine Karte. Und unser Inventar. Die anderen Waffen sind noch nicht freigeschalten. Aber wir haben hier diese Sachen. Psycho haben wir nicht. Assassin haben wir. Achso, das ist Kind. Gut, die können wir einfach alle freischalten. Helmdatte aufzeichnen. Persönlicher Gegenstand Echo. Erinnerung an den Tod. Ein unbefriedigender Tod. Überhaupt keine Erforderung. Keine Ahnung, was das sein soll. Haben wir jetzt eine Quest bekommen? Nee. Wie dem auch sei. Skills. Skills. Oh je, yeah, Skills. Oh, jetzt wird es auf den rechten Trigger gemacht. Okay, da müssen wir uns dann später überlegen, ob wir... eine Taste wegmachen, aber wir haben, glaube ich, noch die Taste frei. Ja. Müssen wir uns überlegen. Gunstock. Ich finde jetzt zum Beispiel die Tastenbelegung nicht optimal. Aber zum Glück hat man die Möglichkeit, die Tastenbelegung anzupassen. Über Umwege, über SteamVR. Aber es ist möglich, dass wir wahrscheinlich die eine Fähigkeit hier auf den oberen Knopf setzen, weil der ist noch unbenutzt. Dass wir wirklich nichts auf dem Grip drauf haben. Oh je, aber Skills ist so eine Sache für sich. Da möchte ich nicht so viel Zeit verschwenden. Genau, und die Tokens. Badass Token. 3 Token haben wir.
Schaffe Herausforderungen, um die Anpassungsgegenstände und Badass-Ringe zu verdienen. Für Badass-Ringe bekommst du Token, die du gegen permanente Spielfigurverbesserungen eintauschen kannst, die wiederum für alle Spielfiguren in deinem Profil gelten. Okay. Okay. Okay, tun wir mal einlösen. Wähle eine Belohnung. Ich liebe Feuerrate. Aha, okay, okay. Nahkampfschaden, Schildlade. Schildladegeschwindigkeit. Aha, und Schusswaffentreffersicherheit. Ja. Es ist zwar nur sehr wenig. 1% ist, sage ich immer, nichts. Aber ist immerhin etwas. Gut. Kurz zum Checken. Die Taste ist nicht belegt, die obere Kampftaste. Die können wir dann, hallo? Können wir dann belegen später. Die Ziele auf deinem Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionslog auf deinem Echo-Gerät ändern. Okay. Gut. Was ist? Anpassbare Skins. Freigeschaltet. Du hast eben einen neuen Skin für deinen Charakter freigeschaltet. Bei deinem nächsten Besuch deiner Schnellwechselstation kannst du deinen neuen Look ausprobieren. Danke. Okay. Also langsam schläft mein Arm ein bisschen ein. Was war das? Was war das? Hast du es gehört? Wir haben hier noch diese Automaten. Leben willst, kauf bei mir. Und deswegen sage ich immer, looten ist wichtig, aber wir können auch Sachen verkaufen, aber wir haben gerade momentan nichts. Außer die Piste. Aber die ist mir sowas von egal. Aber wir haben hier Schilde, die schlecht sind. Naja, ist immer so. Eine Überlegung, was ist besser? Schnell laden, weniger Kapazität oder viel Kapazität, aber lange laden. Immer so schwer. Wie viel hat unser jetziger? 3,7. Nein, ich würde den jetzt erstmal behalten. Ja, ich versuch's. Und dann haben wir noch hier Munition. Granaten. Oh, und Angebote. Mhm. Aber dafür haben wir eh nicht die Kohle. Okay. So, wir haben Quest, wie der werte Herr es uns gesagt hat. Ich glaube, das eine davon ist hier oben, das Friedhof zu bereinigen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Schön in den Nacken rein. Schönen Slow-Motion-Effekt noch genutzt. Der ist ein bisschen größer. Wie sie halt einfach null Chancen haben gegen mich. Wenn irgendwer in Liarsburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. So sad, jemand hat's gesehen. Man ist halt wirklich nah an den Objekten stehen für den Nahkampfangriff. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass diese Reichweite irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer. Denke, dass es ausreicht. Tut es aber nicht. Oh, wieder ein Schild. Nehmen wir, aber verkaufen wir eher. Säubere den Teich. Fuck.
zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich jedenfalls. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Ja, die Pistole müssen wir irgendwie wahrscheinlich deaktivieren. Oder ich muss irgendwie versuchen, nicht auf den Knopf zu kommen. Oder ist einfach Gewöhnungssache, würde ich sagen. Viel Anpassungsbedarf, was ich vielleicht in der nächsten Folge dann fixen werde. Auf jeden Fall will ich da noch kurz hoch. Einfach weil ich es kann. Oh, und ein Waffenshop. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. SMGs. Ne, das sind auch Pistolen. Nur Pistolen. Ich mag keine Pistolen. Ich meine, nicht so ungut, aber... Nein. Oh, bin ich mal gespannt, ob das in VR cool ist. Ernüchternd. Ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht interaktiv damit interagieren kann. Interaktiv damit interagieren. Okay. Sich auch ein besseres Wort aussuchen können, Alex. Eine Waffe. Ja. Aber Waffen nehmen wir keine. Ja, das ist so. Ich experimentiere gerade mit den Knöpfen ein bisschen. Gut, dass das Fenster interaktiv ist. Dass man quasi dort, wo man hinschaut, das HUD sich anpasst. Und zum Beispiel bei Fallout 4 immer das Problem gab, dass die Nutzeroberflächen immer verdeckt waren. Oder bei Skyrim auch, aber ja, ist ja nur eine Portierung gewesen, keine VR von Anfang an. The Hammerlock. Haben wir. Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich starten. Eine Waffe. Er ist wirklich ein Mistkerl. Und dann noch irgendwas. Wenn du hier draußen überleben willst, wirst du einen besseren Schild gebrauchen. Das ist richtig. Annehmen. Annehmen. Style ist alles. Shotgun. Oh, Sniper oder Shotgun? Natürlich Sniper. Nicht nur als Titel. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. Okay, irgendwie bugge ich wahrscheinlich. Ich schwebe. Kam das vom Sprung, oder? Das ist merkwürdig. Okay. Also, was haben wir? Wir haben eine Waffe, die wir... draufbleiben. Okay. Sehr intuitiv. Gucken wir doch gleich mal.
Okay, wir haben ein Zielfernrohr, das wir nicht benutzen können. Ich guck mal kurz in den Einstellungen, ob das vielleicht daran liegt. Okay, so wie es aussieht, schlecht optimiert, schlecht umgesetzt, das ist mein Zielfernrohr. Ah, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ist halt so. Ich hab's mir ein bisschen... muss ich wahrscheinlich eine Verode-Zielfernrohr holen. Was heißt, als hätte ich die Auswahl. Entweder ich habe eine oder ich habe keine. Ist halt schade, aber... naja, so ist das nun mal. Ah, man kann doch nachladen. Okay. Wie gesagt, finde ich schade. Müssen wir eine Waffe suchen, die kein Zielfernrohr hat. Aber dieses Schwebeproblem möchte ich kurz lösen. Wie lange Zeit haben wir noch? Ich löse das beim nächsten Mal, denn dann geht es weiter hier unten, ohne zu fliegen. Ohne zu fliegen auf jeden Fall. Ja, hier runter. Da ist so ein kleiner Dude. Und dann werden wir ein bisschen Party machen, würde ich sagen. Okay. Ab zur Atmung. Als hätte uns die Wirklichkeit eingeholt. Draußen. Pisst es. Im Spiel des Karten hier pisst es. Was soll ich sagen? Ich sage, das Spiel ist top mit dem Ganztag. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir müssen ein bisschen was anpassen an der Steuerung. Aber das läuft schon ganz gut. Ich bin gespannt, wie das dann noch weiter aussehen wird. Welche Waffen uns erwarten werden. Ob das noch ganz cool wird mit dem Zielfernrohr. Ich glaube eher nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Leider. Ist halt so. Aber... Hauptsache, es macht Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Arnold Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.